schaut mal am besten vorbei und ihr werdet vieles finden. Sehr vieles. Ja. Es gibt ja nicht nur Aufgaben. Es gibt auch zum Beispiel viele Objekte, die ihr dazu bekommt. Ja, das ist cool gemacht. Wirklich cool. Also, 3D-Zug, ihr seid einfach die Besten. The best ever. Also, 3D-Zug ist eigentlich ein... Ja... Ist praktisch was, wo man eigentlich nie was zu meckern hat. Ja. Und die Preise sind auch alle 1A. Also ist nichts zu teuer, finde ich. Weil die paar Euro hat man wirklich. Ja. Man darf ja auch nicht vergessen, was die alles für Arbeit liefern. Ja. Das ist schon der Wahnsinn. Und ich versuche immer noch pünktlich zu werden. Ich versuche wirklich diese Aufgabe mit einem Häkchen abzuschließen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Wir erreichen jetzt Neu-Lusheim. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, ja. Das war schon wieder eine knappe Sache, ne? Jetzt ist der wohl noch bergauf. Gott. Habe ich euch schon gesagt, ich habe einen Knackstuhl. Ja, es knackt immer wieder. Das ist furchtbar. Einfach furchtbar. Bremse los. Gas. Intercity überholt uns. Yes, komm, komm, komm. Schaffst das. Ist nur eine kleine Steigung. Dieses DB-Logo ist ein bisschen zu hart aufgetrieben, ne? ICE. Das ist typisch Standardmaterial von Dings, ne? Also hat fast gar keinen Sound. Tja. Aber egal, es ist nicht schlimm. Die Aufgabe ist super. Das ist, was zählt. Über die Wagen kann keiner was. Und die Hersteller, die haben so gewollt. Servus. Runter. Los. 14, 13, 12, 11, 10. Los, komm, komm, komm. Wir erreichen jetzt Hockenheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das sind doch alles Namen. Also wirklich. Hockenheim.
das jetzt? Es hat gerade ein bisschen geschaukelt. Wer weiß. Bahncard 25. Okay. Eine Minute Verspätung, wenn man es so betrachtet. Weiter geht's. Oftersheim. Okay. Ja, ja. Namen über Namen. Ich liebe den Sound, der 112er. Herrlich. Wenn es richtig Power gibt. Irgendwie klappert da irgendwie immer was bei der. Das hört man immer wenn der entgegenkommt, ja, dann hört man das, was man eigentlich von innen hört. So irgendwie so ein Soundbug irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Das ist zum ersten Mal so. Das ist mir sonst noch nicht aufgefallen. Wenn doch. Dann habe ich es einfach ignoriert damals. Oder 20 gleich. Weit kurz nicht kommen. Bis dahin müssen wir abbremsen. Und da kommt auch gleich der kleine Abstand bis zum nächsten Bahnhof. Ja. Wir erreichen jetzt Oftersheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Jetzt kommt gleich wieder das Klackern. Hört zu. Habt's gehört? Verrückt. Aber naja. Aber sehr guter KI-Verkehr. Also die Aufgabe, also da sind richtige Profis dran, weil es ist wirklich schwer, so viele KI-Züge in Bewegung zu setzen. Ich kenne das zu gut. Ich kenne das sehr gut, ja. Weil manchmal ist die KI scheiße. Sag ich ganz ehrlich. Die wissen nicht wohin. Oder halten irgendwo an, weil es irgendwas blockiert, was eigentlich nicht sein kann. Aber hier hat man das top gemacht. Respekt. Respekt. Hier wurde sehr gut gearbeitet. 294. Was hatten die Schönes? Güter. Das sind Güterzüge. Wunderschön.
wunderschön. Es kommt ohne Zicken abfahren. Danke. Jetzt haben wir einen kurzen Fahrweg bis zum nächsten Bahnhof. Sehr kurz. Ich muss öfters was trinken, damit ich nicht kämpfe, damit ich keinen Pappbahn kriege. Weil das ist kacke. Das fühlt sich scheiße an. Wir erreichen jetzt Spätzingen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Eins bekannt als Quietschi bekannt. Grüße dich, Kollege. Okay, jetzt tucken wir aber wirklich. Doppeltraktion. Ja, es geht nach dem Fahrplan. Wir müssen pünktlich anhalten. Wir sind zu langsam gekommen. Das klingt schon mal sowas von pervers. Wir sind langsam gekommen. Obwohl, so pervers ist es gar nicht. Ja. Andere könnten sich andere Gedanken vorstellen. Aber ich sag nichts. Oh, ich liebe diesen quietschi Sound. Quietschi. Ja, ja. So, 52 Abfahrt. Bitte, 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 komm, komm, komm. Dankeschön. Zack, 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 zack. Ich will die Aufgabe ohne X bestehen. Das will ich beweisen. Weil die Aufgabe ein bisschen leichter ist. Der die Schwierigkeitsstufe gelb. Die andere total hart rot. Zum letzten Anstrich. Ich möchte wenigstens eine Aufgabe nicht versauen. Wollte jetzt nicht auf 140 hoch runtergehen, weil bis wir die 140 erreicht haben, haben wir schon längst 160 Erlaubnis. Wir quälen damit auch unsere 112er, also auch bekannt Trabi, aber es muss sein. Schon heizen hier. Draußen ist es eh kalt, es liegt Schnee, es sind bestimmt minus 5 Grad. Also müssen wir heizen. Da kommt auch gleich die Ansage.